Helmut. Laut, unkomfortabel, teuer und nutzenstark. Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video der Serie Basic Talk. Heute sprechen wir über das Thema Reifen, aber vorab. Mein Challenge spricht unterschiedliche Gruppen an. Und es gibt natürlich einige unter euch, die schon länger im Motorsport unterwegs sind, denen erzähle ich nichts Neues. Für die sind die Inhalte der Basic Talk Videos langweilig. Punkt. Daher habe ich mir Folgendes überlegt, ich habe in meinem Channel einzelne Playlists erstellt, wo ich die Videos sortiere. Das heißt, wenn ihr einer der alten Hasen seid und ihr sagt, Basic Talk, das ist nichts für mich, ich finde Onboard-Videos cool, Track Days, dann geht ihr unter die Playlist Track Day und schaut euch die Videos an. Für diejenigen unter euch, die sagen, hey, so ein bisschen Basic Talk finde ich ganz cool, dann werden wir abgeholt und sind irgendwo auf einem Level und können mitreden. Da gibt es natürlich auch die Basic Talk Playlist, wo alle Videos, oder sprich alle Basic Talk Videos aufgezählt sind. Und dann gibt es noch so ein paar Playlists, die so ein bisschen Z4-spezifisch sind, Clubsport, Umbau etc. Das zum einen. Und zum anderen finde ich es super, wenn ihr meine Videos kommentiert. Unabhängig davon, ob es jetzt gut war oder schlecht war oder ihr irgendwas ergänzen wollt oder euch etwas fehlt. Das ist klasse, denn das sind für mich Anregungen für neue Videos und für neue Themen. Also bitte weitermachen, immer fleißig kommentieren, denn daraus resultieren tatsächlich neue Videos. Das ein oder andere Video ist durch eure Kommentare entstanden. Das finde ich super, wenn das weiterhin so läuft. Also um euch mal ein konkretes Beispiel zu nennen, unter meinem Video von Oschersleben, wo ich da auf dem Trackday war, schreibt Bär95M, was kostet denn jetzt so ein Trackday? War das einmal eine Touristenfahrt, wie zum Beispiel am Nürburgring, oder war das privat? Dann sage ich, ja, war ein Trackday. Ich bin dabei, mein Auto umzubauen und am Suchen, wo man denn fahren könnte, ohne einen halben Monatslohn zu verlieren. Mein lieber Freund Bär95M, das Video sollst du kriegen. Ich mache eine Aufstellung, was für Anbieter es gibt, auf was für Rennstrecken unterwegs sind, wie teuer die sind. Ich habe da auch ein paar günstige rausgesucht. Ich bin auch nicht bei den teuersten Veranstaltern dabei, welche Möglichkeiten es da gibt. Das Video wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall kommen. Kommen wir zum eigentlichen Thema, das Thema Reifen. Eigentlich wollte ich kein Video zum Thema Reifen und Öle und sowas machen, weil das ist für mich mehr oder weniger eine Glaubensfrage. Da gibt es so unheimlich viel im Netz. Ich will mich da nicht irgendwo anreihen und predigen, was die Unterschiede sind etc. Hier geht es wirklich grob darum, was ist der Unterschied zwischen einem Semi-Slick und einem normalen Reifen. Und allgemein berichte ich euch immer meine Erfahrung. Das heißt, ich werde nie über einen Reifen sprechen, den ich nicht gefahren bin. Das heißt, ihr bekommt immer ungefiltert meine Meinung über die Produkte, die ich auch gefahren bin und auf der Rennstrecke testen durfte. Wie es der Zufall will, habe ich im Moment einen unmontierten Semislick da und einen normalen Straßenreifen in derselben Dimension. Und die stelle ich nebeneinander, da kann man das gut vergleichen und ich kann euch grob zeigen, was die Unterschiede sind. Dafür flitzen wir mal schnell in die Garage. Hallo Helmut! So, da haben wir die beiden Kollegen. Semi-Slick, Straßenreifen. Toyo R88R, Bridgestone Potenza, irgendwas. Also, fangen wir mit den wesentlichen Unterschieden an. Sprich, die Unterschiede, die wir auf einem Blick sofort sehen. Das ist auf jeden Fall das Profil. Und zwar geht es hier nicht um die Tiefe des Profils, sondern um die Struktur. Also die Unterschiede sind ganz klar zu sehen, dass wir hier eine ganz andere Struktur haben. Wir haben viel weniger Vertiefung, viel weniger durchgehende Unterbrechungen des Profils, wobei wir hier zahlreiche kleine Unterbrechungen haben in jeglicher Form. Was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Nächster Punkt, die Auflagebreite. Also, das sind beides 2,25er Reifen. Ich habe noch nicht nachgemessen, aber ich wette mit euch, dass die Breite der Auflage hier größer ist als hier. Wie komme ich darauf? Das ist der nächste Punkt, den man auch sieht, und zwar, wenn man hier den Übergang von Auflagefläche zur Flanke sieht. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, aber die ist bauchig, sprich recht rund, wobei wir hier beim Semi-Slick eine deutliche Kante haben. Das heißt, hier geht es gerade hoch und dann quasi im rechten Winkel zu der Auflagefläche. Das verleitet mich zu der Aussage zu sagen, dass die Auflagefläche hier breiter ist. Als Referenz nehme ich jetzt einfach mal
hier die Markierung, wo ich sehe, dass es Kontakt zum Asphalt gab. Also grob gemessen der Straßenreifen. ...20 cm circa. Und der Semislick ...21,5. Wie gesagt, es ist nur grob gemessen, nagelt mich da nicht auf den Millimeter fest, aber es ist eindeutig, dass die Auflagefläche bzw. dass die Breite hier schon mal ein ganzes Stück größer ist. Nächster Punkt, die tatsächliche Auflagefläche. Da sprechen wir wirklich, welche Fläche hat wirklich Kontakt mit dem Asphalt? Und hier sehen wir, durch die Profilgeometrie haben wir hier viel größere Kontaktflächen. Das heißt, wir haben deutlich mehr Flächen, die einfach plan sind und ein größeres Volumen haben, wobei wir hier durch die zahlreichen Unterbrechungen natürlich auch an Kontaktfläche verlieren. Das heißt, überall, wo uns Gummi fehlt, haben wir keinen Kontakt zum Asphalt und somit auch weniger Grip. Wenn ich sage weniger Grip, dann meine ich damit natürlich das Ganze bei trockenen Verhältnissen. Bei Nässe sieht das Ganze anders aus und das ist auch der Grund, warum sich die Reifen so stark unterscheiden. Denn bei Nässe sieht das Ganze so aus, dass wir hier zahlreiche Möglichkeiten haben, das Wasser zu verdrängen. Das heißt, das Wasser wird hier zum Beispiel nach außen gedrängt und wir stellen uns vor, dass bei Aquaplaning sich eine Schicht zwischen Asphalt und Reifen bildet, und zwar eine Schicht aus Wasser. Das heißt, der Reifen verliert komplett den Kontakt zum Asphalt und dazwischen gleiten wir sozusagen auf Wasser. Das ist Aquaplaning. Durch diese Struktur verhindern wir Aquaplaning, da wir eine ständige Unterbrechung der Fläche des Wassers haben. Das heißt, das Wasser kann ständig irgendwohin abfließen und wir haben keine Möglichkeit, dass sich Aquaplaning bildet. Hier sieht das Ganze anders aus. Wir haben riesengroße, plane Flächen. Eine super Möglichkeit für das Wasser, hier zwischen quasi eine Schicht zu bilden, wo wir überhaupt gar keine Haftung haben. Also kommen wir zu einem weiteren Punkt, und zwar ist das die Härte. So ein Semislick ist in der Regel immer weicher, zumal der Reifen ja auch schon komplett porös und hart ist. Aber in der Regel, wenn ihr beide neu kauft, wird die Oberfläche immer weicher sein, sprich die Mischung des Gummis ist in der Regel beim Semislick immer weicher. Verschleißt schneller, bietet aber mehr Grip. Ein anderer wichtiger Punkt, wenn wir bei der Härte sind, sind die Flanken. Die Flanke hier, das könnt ihr jetzt im Video auch nicht sehen, aber die ist deutlich härter und stabiler als bei einem normalen Reifen. Das hat unter anderem den folgenden Grund. Bei so einem Semislick fahren wir in der Regel viel Sturz. Das heißt, übertrieben dargestellt steht mein Rad so. Sprich, der ganze Druck konzentriert sich auf diesen Punkt hier. Die härtere Flanke hat den Vorteil, dass der Reifen A nicht so schnell kaputt geht an der Flanke, durch den enormen Druck, den wir hier haben. Und B ist der Reifen direkt da. Heißt, wenn er sich durch die Seitenkräfte in der Kurve aufstellt, haben wir dann plötzlich die komplette Fläche, die wir nutzen. Bei einem normalen Reifen ist dieser Übergang etwas schwammig. Das heißt, dass der Reifen viel mehr auf der Felge arbeitet. Heißt, der Unterschied zwischen geradeaus und durch die Aufstellkräfte, das aufgestellte Rad in der Kurve, den Unterschied, den spürt ihr nicht so deutlich im Lenkrad. Dazu kommt, dass ein normaler Reifen, wenn ihr den zum Beispiel mit 3 Grad Sturz fahrt, reißt gerne die Flanke hier auf oder die Karkasse hier. Ich habe es tatsächlich schon oft gesehen, dass Reifen noch super Profil hatten, aber innen aufgerissen waren, weil man eben zu viel Sturz fährt. Dafür sind die Kollegen hier besser. Also kurzes Fazit, kurze Zusammenfassung. Punkt A. Fahrt niemals mit einem alten Straßenreifen auf die Rennstrecke. So ein altes poröses Ding. Ihr werdet keinen Spaß haben, denn ihr werdet merken, nach der zweiten, dritten, vierten Runde funktioniert das Teil überhaupt nicht mehr. Es ist eine Quälerei für euch, fürs Auto und kann sogar gefährlich werden für andere Teilnehmer. Nächste Situation, ihr fahrt ein Track-Tool, dann führt kein Weg an einen Semislick vorbei. Denn jeder Straßenreifen versagt dann einfach viel zu schnell. Das heißt, ihr habt von dem Trackday auch nicht wirklich viel. Wenn ihr euer Auto zu 90% im öffentlichen Straßenverkehr nutzt, dann rate ich euch ganz dringend von Semislicks ab, denn die Dinger sind laut, unkomfortabel, teuer und nutzen schnell ab. Wenn ihr sagt, ihr nutzt euer Auto 50-50, ihr habt ein Clubsportfahrzeug, seid gerne auf der Rennstrecke, fahrt aber auch so viel auf der Straße, dann holt euch so einen Junior Semislick, so nenne ich das jetzt mal, den fahre ich zurzeit auf meinem Z4, das ist ein Michelin Pilot Sport Cup 2, ich glaube so heißen die, Michelin Cup 2.
Das Teil funktioniert erstaunlich gut auf der Rennstrecke, ist nicht lauter als so ein Straßenreifen und hält wirklich lange. Dazu muss man sagen, der Reifen kann alles so ein bisschen, aber nicht so richtig. Sprich, bei Nässe funktioniert er zwar, ihr kommt von A nach B, aber wenn ihr mal ein bisschen schneller unterwegs sein wollt, dann funktioniert er bei Nässe auch nichts. Und auf der Rennstrecke, sage ich mal, unter Extrembedingungen fängt der auch früh an zu schmieren. Das sieht man in meinen letzten Videos, Oschersleben bei 37 Grad und Bilsterberg. Nach der dritten oder vierten Runde, trotz Anpassung des Reifendrucks, fängt er wirklich an zu schmieren und man sieht auch am Reifenbild, dass der Reifen wirklich an seine Grenzen kommt. Aber bis dahin hat man da wirklich auf jeden Fall Spaß mit. Ja, und ich würde sagen, das ist ein super Hybrid. Als nächstes werde ich die Toyo R88R testen und dann die Nankang AR1 im Vergleich. Und dazu wird es aber separate Videos geben. Wie immer hoffe ich, es waren ein paar nützliche Infos für euch dabei. Und wie ich zu Beginn des Videos gesagt habe, bitte immer kommentieren, fleißig Fragen stellen, denn das sind Anreize für mich, neue Videos zu posten und ich bekomme eine Idee, was wollen die Leute eigentlich wissen und dementsprechend richte ich auch meine Videos aus. Bis dann, schönes Wochenende, haut rein, ciao.